Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Happy Wheels und heute, ihr seht es schon im Startbildschirm, irgendwie sowas, habe ich mir mal überlegt, mache ich mal was anderes und zwar, ihr wisst ja, ich bin, ja, ich finde den Pin Diesel eigentlich ganz süß und da habe ich mir gedacht, wie gut kenne ich ihn eigentlich, ihr kennt ja bestimmt so diese Quizze von Teste Dich, heißt das Quizze, ich weiß es nicht, so von testedich.de, gibt es ja immer mal so Quiz-Dinger, wo man halt so, wie gut kennst du deinen Lieblings-YouTuber oder so. Aber sowas gibt es natürlich auch in Happy Wheels. Und das Ganze wollte ich mir mal ansehen und da habe ich mir direkt hier das Bestbewerteste rausgesucht. Und wir schauen mal, ein kleines Quiz für meinen Lieblings-YouTuber. PS am Ende sind Köpfe. Hulululul. Ja Mensch, das kann doch kein Zufall sein. Wer ist Palu? Naja, komm. Also so brauchst du mir ja gar nicht ankommen. Das weiß ich doch. Das ist der beste YouTuber der Welt. Oh. Ist Paluten ein guter YouTuber? Was sind das für Fragen? Ich nehme an, schon, ja. Also, ich finde es übrigens witzig, sobald man nicht das nimmt, was klar ist, was halt so pro Paluten ist, stirbt man einfach. Mach dich kaputt und Revi auch. Was? Ich will aber niemanden... Ach, Edgar! Edgar, ja! Oh, crap, nein! Oh. War es gut? Wie waren die Köpfe? Soll ich mehr machen? Ja, war gut, du. Das kannst du ruhig öfter machen. Okay, es war ein süßes Quiz, aber ich hatte jetzt eher mehr so mit wissenschaftlichen, hochwissenschaftlichen Fragen über Pin Diesel gerechnet. Schauen wir mal das Level von der Brudi. Hi, Palo und andere, dies ist ein alter Quiz. PS, ich bin 10, hulululul. Danke an Baum HD für die Tutorials. Baum HD kenne ich auch noch, ja. So. Ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall den richtigen Charakter hierfür ausgewählt. Ich nehme mal, wo haben wir den eigentlich? Hier, den Kollegen nehme ich mal. Wie alt bin ich? Du warst 10. Das, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also ich muss jetzt mal hier nochmal ein bisschen mich durch die Steuerung durchfuchsen. Richtig, yay. Olaf war richtig. Ich bin 10 Jahre alt. Wie alt ist Julian Bam? Ich dachte, das wäre ein Paluten-Tutorial, aber das kriege ich, glaube ich, auch noch. Der ist 28? What the heck? Ich hätte schwören können, der ist irgendwie... Na gut, rushen wir mal ganz schnell hier durch. Okay, zum Glück war es ja nur die zweite Frau. Da brauche ich nicht ganz so viel nachholen. Aber als ob Julian Bam schon 28 ist. Ich dachte ja, wobei doch, könnte eigentlich gut hinhauen. Mann, brich dir doch nicht die Beine. Und Mann, Maus, was machst du da? Kollegen, so geht das hier nicht. Ah. Julian Bam ist 28 Jahre alt. Ja, schön, das weiß ich jetzt auch. Wie alt ist Dena? Dena ist 23. Der ist nämlich ein... Na ja, doch, der müsste 23 sein. Ja. Ich weiß noch, damals habe ich ihn angefangen zu schauen, da hat er seinen Abiturgrad gemacht. Ach so, und das war's auch schon wieder. Ich verstehe es nicht ganz. Wahrscheinlich wollte er einfach, dass das Paluten das spielt. Naja, gut. Ich rechne, ich warte hier immer noch so ein bisschen auf den Quiz über Paluten. Wenn ihr versteht, was ich meine, weil... Eigentlich wollte ich genau das machen. Mensch, Minecraft-Quiz, hallo Patrick und andere, da ist ein YouTube-Minecraft-Quiz für euch bewertet. Bitte streng und Patrick, sag bitte am Ende, wie du es fandest. Das bin ich es leider nicht. Wäre schön, wenn ich Paluten wäre. Thema Minecraft, wie viel XP droppt ein Enderdrache, nachdem man ihn erledigt hat? Das wollte ich jetzt nicht rein, Leute, ne? Ich wollte eigentlich bei 65 rein. Nee, aber ohne Mist hätte ich wahrscheinlich wirklich gemacht. Ich hatte nur leider keine Wahl. Ich habe mir, glaube ich, gerade den Kopf gestoßen. Wie viele Abonnenten hat Gronkh? Stand 30. März. 4 Millionen. Die 5 Millionen hat er noch nicht geknackt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gut. Thema Minecraft. Welchen Server findest du am besten, deiner Meinung nach? Weder noch. Also ich muss zugeben, ich finde weder Revi noch hier. Gommes Server am besten, aber jetzt Gommes Server finde ich schlussendlich dann doch besser. Vorletzte Frage. Kann PewDiePie auch Deutsch? Können ist immer so eine Definition, aber er kann ein paar deutsche Wörter. Also sagen wir es mal so. Und darauf wollte wahrscheinlich hier der Fragesteller auch hinaus. Letzte und schwerste Frage. Was findet man alles nicht in einem Hexenhaus oder Hütte? Blumentopf mit Blumen oder Kessel? Ist das jetzt eine Fangfrage? Ich glaube, ein Kessel findet. Also, ich gehe jetzt mal auf die Fangfrage ein. Nicht jeder weiß es, aber man findet beides. Oh. Okay, danke fürs Spielen. Schön. Ich habe immer noch kein Quiz über Paluten. Das sind zwar ganz schöne Level hier, aber... Mann. Hallo Paluten, das ist mein zweites Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich suche hier... Ja, kein Kommentar und schlechte Bewertung. Mal sehen, ob das berechtigt ist. Hey, bitte zuerst das Glas springen. Ich wusste nicht, wie ich das befestigen konnte. Viel Spaß. Wann ist... Oh, das sieht doch schon mal geil aus. Okay.
Wann hat Paluten Geburtstag? In welchem Jahr ist er geboren? Das ist eine gute Frage an sich. Paluten ist noch ein Alt-DDR-Bürger? Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, also so auf Anhieb. Das ist... Ich sag... Ja, gut, Ich dachte jetzt nicht, dass Pete Dizzle so ein alter Sack ist, aber offenbar ist er genau das. Aber gut, hätte ich nicht gedacht, dass das schlecht bewerteste Level genau das ist, was ich hier gesucht habe. Nein, der heißt tatsächlich Patrick Meyer. Oh, stimmt. Ja, sag mal, was ist denn das? Ich kann die Fragen gar nicht lesen. Aber ich habe trotzdem alles richtig, okay. Wie viele Abos hat er? Stand 1.6.2017. Jetzt muss ich zurückdenken, wie viele Abos hatte er da so? Echt schwere Frage. Der hat aktuell 2,4, 5, sowas in der Dreh. Vielleicht sogar schon 2,6. 1.6.2017. Ich würde sagen, der hatte da schon 2,3 Millionen Abonnenten. Ja gut. Okay, also hat er 2,2 Millionen Abonnenten. Gut zu wissen. Also, naja, das sind so Fragen, ne? Und hier war auch schon direkt das Ziel, wow. Ja gut, also ich kann die schlechten Bewertungen irgendwo nachvollziehen. Ich hätte dem jetzt auch nur 3 Sterne gegeben, dem Level. Naja gut, schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch was Gutes. Das wäre doch mal was Schönes hier. Palutenquiz 2. Hi Palo und alle anderen, ich hoffe, ich... Na mal sehen, wir sollen das in Schulnoten bewerten. Das ist eine gute Idee. Also dem eben... Alles klar. Hallo Palle und andere, dies ist unser erstes Level, ein Quiz-Level über Palle. Wir hoffen, es gefällt euch. Viel Spaß und ein kräftiges Hululul. Liebe Grüße, Tigerkralle 208 und Ghostcraft HD. Tipp drücke, während du fällst. Steuerung. Frage, wie heißt das Schwein aus Minecraft Story Mode? Ich würde sagen Ruben. Ich soll Steuerung drücken, ne? Okay, das ist gut zu wissen. Wann kam das über 60 Minuten lange Happy Wheels? Auf jeden Fall Folge 700. Ach, das habe ich letztens erst gesehen. 3.10. oder 4.11.2015. Ich würde sagen, das kam später. Ja, doch. Ich hatte recht. Ich kenne mich gut aus. Wie viele Abonnenten hat Palle auf Instagram? Das ist halt wieder so eine Frage. Ja, komm, alles andere ist ziemlich unrealistisch. Das wird schon das sein, ja. Aber... ohne irgendwie einen Stand, ohne ein Datum ist das wieder ein bisschen schwierig, ich weiß nicht. Aber das zum Glück war alles andere wirklich unrealistisch. Oh, hier müssen wir uns jetzt konzentrieren. Hier müssen wir ganz langsam durchfahren, sonst spießen wir uns da oben auf und das wünscht man natürlich niemanden. So, ich hoffe, dir gefällt das Level, gebaut von Ghostcrafter. Nice! Okay, schön, hat mir doch ganz gut gefallen. Also das war schon mal besser als das eben. Und zum Abschluss würde ich aber nochmal ein ganz klassisches nehmen, sprich ohne den Namen Paluten. Einfach irgendwelche random Namen hier einmal das wegklicken. Und nach den meistgespielten von heute. So, was wurden heute viel gespielt? Ropes? Ja, Ropes wegen. Na, das habe ich doch gebraucht. So, wie lasse ich nochmal los? Mit Z? Ja. Und festhalten tue ich mit... Leertaste, glaube ich. Ja, doch, war irgendwie so. Aber allein schon das Z war ein bisschen schwieriger. Oh, crap. Okay. Hier ist offenbar wieder was Anspruchsvolleres. Aber es gefällt mir. Was soll ich denn hier machen? Festhalten. Ich hoffe, festhalten ist hier die richtige Entscheidung. Die Maus stört auch ein bisschen. Ich glaube, ich muss mich mal in nächster Zeit ausstellen. Okay. Das sieht gut aus. Ich sollte im Zirkus arbeiten. Ja, und Olaf hat es geschafft, Leute. Das ist mein Stichwort. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch gerne eine Bewertung. Ob es jetzt positiv, negativ ist, ist mir im letzten Sinne auch wurscht. Und noch eine wichtige Sache, die ich am Ende sagen möchte. Mein letztes Video, Happy Wheels, das wurde vielen in der Abo-Box nicht angezeigt. Deswegen vielleicht nochmal drüber schauen. Und auf jeden Fall ist es verlinkt in der Beschreibung. Man sieht sich. Habt einen wunderschönen restlichen Tag. Euer Olaf. Und tschüss.